Okay, also ich würde empfehlen, einen schwarz-weißen Ton, habe ich ja schon gesagt. Aber fürs Schlafzimmer können wir auch was Gelbliches nehmen, wenn wir eh schon. Nein, ich habe es mir doch gerade anders überlegt. Wir nehmen einen bräunlichen Ton? Nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Blau? Oh Gott, nein. Wie sieht's aus mit Grau? Oh Gott, nein. Braun? Ja, nehmen wir das hellbraun. Das sieht ja nicht so schlimm aus. Ist in. Nein, okay, gut, das wollte ich nur wissen. Also ist das Balkon? Oder? Keine Ahnung, frag mich nicht. Gut, dann Boden. Also draußen der Boden, der geht ja. Drin der Holzboden geht auch. Aber hier oben, ja. Yeah. Stimmt, Fliese brauchen wir unten noch. Und dann für diesen Raum. So, das sieht doch gut aus. Da finde ich, da sollte ein Teppich rein und nicht Holz. Da wir sowas Bräunliches haben, würde ich auch als Bodenbau nehmen. So. Ja, okay. Dann gehen wir doch über in die Einrichtung. Fangen wir, ja genau, unten mit der Küche an. Erstmal Theke. 800. In Schwarz-Weiß-Ton. Nein. Der Ton ist schon gut, oder? Nein. Ja, doch, so ist gut. So, das reicht. Dann ein Kühlschrank. Dann eine Spülmaschine. Stimmt, den Herd haben wir vergessen. Einfach weg damit. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal so einen normalen. Alarmanlage. Oh, warte. Ich meine, Pfeilmelder haben wir. Mülleimer würde ich. Was ist das? Troll. Ich würde es so einnehmen. Und dann noch genauso noch hier so ein Hängetelefon. Ja, okay. Und ein Waschbecken. Nein, okay, dann haben wir da kein Waschbecken. Doch, wir brauchen eh noch eine Theke, die wir verkauft haben. So geht's. Wir brauchen ja noch Ablagefläche. Und dann können wir auch noch ein billiges Waschbecken hinsetzen. Dann im Wohnzimmer. Das ist doch ein schönes. Ein schönes Sofa. Dann ein. Nein, wir nehmen. So ein Fernsehen reicht. Ein Fernsehen. Dann ein Abstelltisch. Und eine schöne Anlage. Und eine Lampe in die Ecke. Dann Betten. Das Einzelbett. Okay. Da wir doch nicht so viele Theken brauchen. Ja. Brauchen nur diese eine. Ja, lassen wir so. Können wir für die Erwachsenen hier, die schlafen. Hier. Nein. Stopp. Ich muss das anders machen. So.
werden wir im Laufe der Zeit eh alles ändern. Erstmal brauchen wir dann Geld. So. Hier genauso uns so ein Beil. Ja, noch ein Beistelltisch. Und hier auch noch einen hin. Dann, ja, so eine schön kleine Kommode. Und so ein Spiegel. Nein, du sollst. Genau. So. Und für die Jungs dann auch noch hier einen hin. Das ist für die Mädchen, klar. Dann jetzt das Bad, was auch nicht mehr so luxuriös wird. Okay, wir nehmen meine Dusche, weil meistens muss eh schnell gehen. So. Dann eine Toilette. Und mit Waschbecken. Und dann noch ein Spiegel. Ja, schon ist unser Geld aufgebraucht, Leute. Was ich noch sehen wollte. Hier oben, ist das jetzt ein Raum? Nein, es ist nur eine Überdachung, wusste ich es doch. Okay, erstmal jeder zu seinem Job. Der hat's ja nicht weit. Verbrecherkarriere. Musikkarriere. Da. Gesetzhüterkarriere. Und du guckst mal, was habt ihr denn im Kühlschrank? Ja, da können wir das hier sogar anpflanzen. Okay. Und dann pflanzt du mal schön. Schön pflanzt du dann an. Okay, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Runde. Also dann. Ciao, ciao. Und hier sind wir auch schon wieder zurück, wo sich alle auf den Weg machen, ihre Jobs zu starten. Und wir haben heute noch einen Sonntag. Und den werden wir für eine kleine Einweihungsparty unter den Vieren machen. Oh, wir haben den Essenstisch vergessen. Oh no. Okay, dann müsst ihr erstmal im Stehen sitzen. essen. Gott, ich kann nicht mal mehr reden. Okay, wann? 10 bis 16 Uhr? Oh, oh, wow. Ja, klar. Glückwunsch! Johann hat soeben die Zusage für einen neuen Job erhalten. Johann muss am Montag um 10 Uhr am Arbeitsplatz Dubios Lagerhaus Gesellschaft erscheinen. Xander Clavel ist der Chef von Johann. Es kann nie schaden, eine gute Beziehung zu seinem Chef zu pflegen. Gesetzeshüter Spitze. Karriere nehmen. Johann Dieb hat die Verbrecherkarriere eingeschlagen. Er wird sich immer an diesen Tag erinnern, der sein gesamten Berufsleben bestimmte. Wir haben so viel gemeinsam. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Glückwunsch! Emily hat soeben die Zusage für einen neuen Job erhalten. Emily muss am Montag um 9 Uhr am Arbeitsplatz Polizeirevier erscheinen. Justin Caton ist der Chef von Emily. Er kann mehr. Hast du immer so gute Laune? Ich würde gerne etwas Zeit mit dir verbringen, um dich besser kennenzulernen. Glückwunsch! Justin hat soeben die Zusage für einen neuen Job erhalten. Justin muss am Montag um 15 Uhr am Arbeitsplatz Weidig Stadttheater erscheinen. Emily Würfel hat die Gesetzesgehüterkarriere eingeschlagen. Justin Schuster hat die Musikkarriere eingeschlagen. Okay. Also, Textnachricht an Xander Ebel schicken. Okay. Soziale Netzwerke, Textnachricht. So, stopp. Was machst du? Neues Objekt überprüfen? Okay. Du kannst gleich mal dein gutes Kochen zeigen. Und du Party veranstalten. Nein. Text nach. Okay. Was ihr alle mit eurem Handy immer wollt. Und da ihr ja schon zusammen seid, hier, Freundin, werdet ihr heute auch einen schönen Abend, würde ich sagen, machen.
freundlich. Um Verabredung bitten. Und Justin, ja, ihr habt ja jetzt alle was zu tun. Freundliche Textnachrichten schicken an Justine Caton. Und freundliche Textnachricht an, ja. Fähigkeit Athletik lernen, klar doch. In kurzen Fähigkeit. Na, den können wir die noch nicht erfüllen. Erst musst du arbeiten. Ja? Nein, das geht nicht. Okay. Hallo, hier kommt das fröhliche Universitätsmaskottchen, um ein bisschen Schulgeist zu verbreiten. Außerdem habe ich hier das Universitätswillkommensset mit nützlichen Informationen und netten Giveaways für dich. Okay, stopp. Was ist das? Nein. Also, Fähigkeit und ihr wollt doch ein wunderbares Date mit Emily erleben. Na klar werdet ihr das und deswegen geht ihr jetzt auch zusammen essen am frühen Morgen. Hier essen. Na. Wir haben noch nicht mal so viel Geld. Wir haben ein Problem. Okay, was könntet ihr machen an eurem Date? Wo wollt ihr euch denn treffen? Ihr könnt doch euch auch zu Hause. Oder? Nee, ist voll uncool. Hier, ihr geht. Und ja, du kochst und du machst Musik. Du sollst doch ins Fitnessstudio gehen und dann ist die eine ganz allein zu Hause. Die Arme. Okay, das war das falsche Haus. Kommen die Nachbarn nicht auch bald zu Besuch? Erstmal wird hier fleißig gekocht. Und die anderen verabschieden sich dann mal. Tschüss. Oh, da hat er was Schönes mitgebracht. Alles stellen wir mal hier vorne. Da könnt ihr euch dann euer Mittagessen holen. Und dann... Oh, Fähigkeit Gartenarbeit lernen. Natürlich. Und dann wird es auch Zeit, dass du Mordgeschehnisse nachlesen. Was gibt's denn für Kurse, die nicht so billig sind? Lesen. Ja, okay. Was? Ein Kurs in der Fähigkeit Gartenarbeit belegen. Ja, könnt ihr alles machen, wirklich. Es ist klar, wenn du hier bist. Machst du bitte trainieren. Danach weiß ich schon, was ich machen mit dir. Dann gehst du auf die Toilette und duschst. Böse Dusche nehmen, genau. So Leute, ihr seid jetzt im Park angekommen. Und da wird es Zeit. Ein schönes Schachspiel. Schachspielen mit Emily Würfel. Ein romantisches Schachspiel wird gemacht. Film gucken. Oder haben wir so... Stimmt, ihr könntet auch ein Objekt kaufen. Nein! Ihr könntet theoretisch auch einen Film gucken, oder? Oh yeah! Besichtigen, aber... Ja. Ihr macht jetzt ein... Was ist da? Ihr spielt nur eine Schach. Gut. Buch über Logik lesen. Buchhandlung. Ja, sorry. Es wird kein Emily. Flora. Sorry. Was bekommst du Schönes von dem netten Lama? Sammeltagebuch. Yay, hat sie viel. Scherz. Nein. Okay. Juhu, yay. Flora Wayne hat ein paar starke neue Sachen. Sie hat ein Universitätsbanner und ein cooles neues T-Shirt bekommen. Es sind ein paar Nachbarn zu Besuch gekommen, um den neuen Haushalt in der Stadt zu begrüßen. Hallo Nachbarn. Oh, Bessie Clavel.